Die Idee ist, diese Aufgabe 159 zum Parallelschwingkreis in MATLAB zu lösen. Und da sind ein paar Zahlenwerte gegeben für den Widerstand, Kapazität und Induktivität. Die übernehme ich jetzt einfach mal in MATLAB bzw. in das Octave. Also ich fange mal an mit einem Clear All und mit einem Close All. Das hat noch nie geschadet. Und schreibe mal hin, Parameter der Bauelemente und der Widerstand ist in Ohm und das wird ein Skalar und der Widerstand R konnte man eben sehen, sind 1 Kilo Ohm, das nächste sind 10 Mikrofarad und 0,1 Henry. Also 1 Kilo Ohm, Kilo sind 10 hoch 3, kann ich auch als Editor schreiben. Die Kapazität ist in Farad, auch das wird so ein Skalar, einfach nur eine Zahl. MATLAB Octave kümmert sich ja nicht um die Einheiten. Deswegen tut man ganz gut daran, eigentlich das alles immer in Grundeinheiten zu schreiben. Ich schreibe mal trotzdem eben hin, dass das dann jeweils Farad sind. So, und das ist natürlich nicht F, sondern C. Und das hier wird L, das sind 0,1 Henry. Das lasse ich jetzt einmal so. Könnte man auch als C noch minus 1 schreiben, aber wird's jetzt, oder als E minus 1 wird es auch nicht lesbarer dadurch. So, jetzt haben wir schon mal die Parameter der Bauelemente. Und jetzt kann man natürlich direkt mal die Resonanzkreisfrequenz und die Resonanzfrequenz ausrechnen in Teil A. Also die, vielleicht kann ich das auch copy und pasten hier. Die Resonanzkreisfrequenz Omega R rechnen wir jetzt aus in der Einheit 1 durch Sekunde und das wird jetzt auch ein Skalar. Und das kommt dann etwas später hier. Und das Omega kann ich hier nicht als, also den griechischen Buchstaben Omega, das ist kein W hier, wie viele immer fälschlicherweise sagen, sondern ein kleines Omega. Das glaube ich nicht, dass ich das in MATLAB oder Octave direkt als Formelzeichen nutzen kann. Ich schreibe das mal lieber so aus. Das würde sich jetzt, kann man auf jeden Fall in Formelsammlung nachschauen, aus 1 durch der Wurzel mal LC ergeben. Und dann kann man sich über die Einheiten hier Gedanken machen und sagen, Farad ist ja das gleiche wie Ampere-Sekunde pro Volt, das sind Henry hier, das ist das gleiche wie Voltsekunden durch Ampere und dann kürzen sich die Amperes und die Volts weg, da bleiben Sekunden zum Quadrat über und die Wurzel ergibt dann eben 1 durch Sekunde als Einheit. So, und jetzt kann man diese Kreisfrequenz natürlich auch in eine normale Frequenz umrechnen, die würde die Einheit Hertz bekommen, das nenne ich auch mal FR. Und naja, Omega ist 2 mal Pi mal F, also ergibt sich das F aus Omega R durch 2. So, und der typische Fehler wäre jetzt, wenn man schreiben würde durch 2 mal Pi, dann müsste man das klammern oder man könnte auch direkt schreiben durch 2 durch Pi, das führt aufs Gleiche. Und dann kommt da ein Wert raus. Und jetzt könnten wir diese Werte natürlich mal noch irgendwie ausgeben, damit man die schön sehen kann. Und da mache ich mal so ein Dis-Befehl und kopiere mal das hier einfach und ja, sage dann, da kommt jetzt dieser Zahlenwert raus, der hat dann die Einheit 1 durch Sekunde und hier muss ich jetzt den ausgerechneten Wert da reinbauen, das Omega R. Und das würde jetzt so nicht funktionieren, weil das Omega R eine Zahl ist und ich brauche ja aber eine Zeichenkette, also nehme ich so einen num-to-string-Befehl, sagt, das soll mal in eine Zeichenkette umgewandelt werden mit irgendwie 4 signifikanten Stellen, das reicht meistens aus, sonst kriegt man da so einen sehr langen Dezimalbruch raus. Und das gleiche kopiere ich jetzt einfach nochmal für die Resonanzfrequenz FR und die kriegt die Einheit Hertz. Und da muss ich das hier natürlich auch in ein FR ändern. So, und das kann ich jetzt schon mal abspeichern und ausgeben lassen und sagen, ja, ich will mal das Verzeichnis wechseln. Und dann kriege ich hier schon mal raus, die Resonanzkreisfrequenz sind
1001 durch Sekunde die Resonanzkreisfrequenz, das durch 2 mal Pi, 2 mal Pi sind ungefähr 6, kommen da 159,2 Hertz raus. Ich mache das mal noch schick, indem ich hier mal noch ein paar Leerzeichen hinbaue, dass die Zahlen irgendwie so ein bisschen schöner untereinander stehen. Okay, das ist Aufgabenteil A. Vielleicht schreibe ich immer noch hin, das ist der Aufgabenteil A. So, dann können wir auf die Aufgabe schauen und stellen fest, okay, Aufgabenteil B, man soll jetzt die Abhängigkeit des Stromes berechnen von der Kreisfrequenz für eine sinusförmige Spannung, die einen Effektivwert von 100 Volt hat. Und das grafisch darstellen. So, jetzt kopiere ich das hier mal und sage, das wird jetzt Aufgabenteil B. Hier haben wir eine sinusförmige Spannung mit dem Effektivwert in Volt. Und der Effektivwert der Spannung hier, das ist auch erstmal wieder einfach nur ein Skalar. Wir werden gleich noch irgendwie Vektoren vielleicht auch haben, spätestens wenn es jetzt gleich darum geht, dass grafisch darzustellen, U sind 100 Volt. So, und jetzt kann man sich überlegen, wie könnte ich denn jetzt den Strom ausrechnen? Also Effektivwert des sinusförmigen Stromes in Ampere. Und wenn ich den jetzt grafisch darstellen will für verschiedene Frequenzen, dann mache ich das schlauerweise als ein Vektor. Ich nehme jetzt mal einen Zeilenvektor. So, wie würde ich jetzt überhaupt den Strom rausbekommen? Naja, indem ich die Spannung nehme und mit der Admittanz, mit der Gesamtadmittanz dieser Schaltung multipliziere. Dann wollen wir den Strom rausbekommen. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kriege ich die Gesamtadmittanz der Schaltung hin? Und also erstmal, die hat die Einheit Siemens und wenn ich die jetzt für verschiedene Frequenzen ausrechne, wird das auch ein Zeilenvektor. Naja, in einem Parallelschwingkreis, um den es ja hier geht, sind der Widerstand, der Parallelwiderstand, die Kapazität, die Induktivität in einem idealen Parallelschwingkreis einfach parallel geschaltet. Und in einer Parallelschaltung kann ich jetzt einfach die Admittanzen addieren. Also ich kann rechnen YR plus YL plus YC. So, jetzt brauche ich natürlich diese Einzeladmittanzen. Kopiere ich mal von hier oben. Also das hier wären jetzt die Admittanzen der Bauelemente und das wird die Admittanz des Widerstandes in Ohm. Und das bleibt jetzt erstmal ein Skalar. Und zwar ist das YR, also die Admittanz von dem Widerstand, ist einfach 1 durch der Widerstand. So, die Admittanz von der Kapazität ergibt sich aus J mal Omega mal C. Und die Admittanz der Kapazität und die Admittanz der Induktivität, die haben dann natürlich auch die Einheit Ohm. So, und wenn ich jetzt gleich noch eine Frequenz als Zeilenvektor einsetze, dann bekommen die natürlich auch, dann wären das auch Zeilenvektoren. Ich schreibe mal erstmal noch die Formel für die Induktivität hin. Das wäre 1 durch J durch Omega durch L. So, jetzt würde MATLAB noch meckern, dass man hier für das J lieber ein J oder ein I schreibt, dass das fix die imaginäre Einheit ist, damit man das J nicht aus Versehen vielleicht später mal überschreibt. So, und dann weiß ich jetzt schon, wenn ich das Omega gleich zu einem Vektor mache, möchte ich ja hier nicht durch den Vektor teilen, weil eine Vektordivision gibt es auch gar nicht, sondern ich möchte elementweise durch alle Elemente dieses Vektors teilen. Also muss da so ein Punkt hin. Und jetzt kann ich mir hier oben mal Kreisfrequenzen zusammenbasteln. Die sind auch in der Einheit 1 durch Sekunde und das wird jetzt auch ein Zeilenvektor. Und da kann ich jetzt dann hinschreiben Omega. Naja, und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was wähle ich da jetzt? Naja, ich weiß schon mal immerhin, wo die Resonanzkreisfrequenz ist und wenn ich sehen will, wie sich dieser Parallelschwingkreis verhält in Abhängigkeit von der Frequenz, dann wäre es vielleicht nicht verkehrt, wenn ich
wenn ich irgendwie zum Beispiel vielleicht bei einem Zehntel, also 0,1 Mal dieser Resonanzfrequenz anfange und vielleicht bei der doppelten Resonanzfrequenz aufhöre. Und dann nehme ich jetzt einfach 1000 Punkte, ich weiß nicht, ob das schlau ist, vielleicht nehme ich auch 2000 Punkte, weil ich ja von 0,1 bis, ich weiß es nicht, ich nehme einfach 2000 Punkte. So viel passen ungefähr auf meinen Bildschirm hier drauf, viel mehr machen da eh nicht so viel Sinn. So, und jetzt können wir das ausrechnen, das ausrechnen, das ausrechnen, das in diese Gesamtadmittanz einsetzen und den Strom ausrechnen. Und ja, die Formel steht jetzt da, wie man das berechnet. Ne? Man berechnet die Abhängigkeit des Stromes, haben wir gemacht. Und jetzt können wir I von Omega, den Strom in Abhängigkeit der Kreisfrequenz, grafisch darstellen. So, also sagen wir mal Plot und in Abhängigkeit von der Frequenz stellen wir jetzt den Strom dar. Und jetzt muss man schon natürlich hier mal so kurz draufschauen und sagen, im Moment, das ist ja hier alles irgendwie komplexe Rechnung, das wird auch ein komplexer Effektivwertzeiger. Ja, kann ich ja mal hinschreiben, komplexer Effektivwert. Zeiger, also entscheide ich mich jetzt mal dafür, den Betrag des Stromes darzustellen. Das steht hier so ein bisschen verklausuliert auch in der Aufgabe drin, weil hier ja kein Strich drunter ist, sondern einfach nur das I und damit ist dann der Betrag von dem Strom gemeint. Und eben nicht der Strom an sich als komplexe Zahl. So, und dann sind wir ja ehrliche WissenschaftlerInnen und ForscherInnen und deshalb beschriften wir mal unsere Achsen und schreiben dran, das ist die Kreisfrequenz in 1 durch Sekunde und an der Y-Achse ist der Strom in Ampere. Ja, oder der Betrag des Stromes in Ampere und ein Gitternetz ist vielleicht nicht verkehrt. So, und dann klicke ich mal auf Run. Und dann kommt da ein Diagramm raus und das sieht so aus. Also bei tiefen Frequenzen fließt viel Strom, bei so mittelmäßigen Frequenzen oder bei der Resonanzfrequenz, da fließt besonders wenig Strom und dann steigt der Strom wieder zu hohen Frequenzen an. Und das ist auch total logisch, dass das so ist, wenn man so ein bisschen auf die Schaltung schaut. Ja, wir haben einen Widerstand, eine Kapazität, eine Induktivität. Parallel bei tiefen Frequenzen wirkt die Induktivität wie ein Kurzschluss, dann fließt da der gesamte Strom durch. Bei hohen Frequenzen wirkt die Kapazität wie ein Kurzschluss, dann fließt da der hauptsächliche Strom durch. Und dazwischen gibt es eben so eine Frequenz, da sperrt die Induktivität schon ein bisschen und die Kapazität leitet noch nicht oder andersrum. Und da fließen jeweils Ströme, aber genau um 180 Grad Phasen verschoben und die heben sich gegenseitig praktisch auf. Und das Einzige, wo dann in dieser Schaltung sinnvoll Strom durchfließen kann, ist der Widerstand. So, und deshalb, wenn man jetzt mal schaut, bei 100 Volt und einem Kiloohm Widerstand sollten dann 0,1 Ampere fließen und die sieht man hier unten auch, wenn ich jetzt hier so gucke und hier reinzoomen würde in diese Resonanzstelle. So richtig toll stellt man schon fest, ist dieses Diagramm nicht. Aber hier ganz unten sieht man das jetzt, die Zahlenwerte, da wo mein Mauszeigerrad war. Und jetzt sind aber meine Captions verdeckt. Also hier unten, da ist der Strom 0,1 Ampere, 0,09 irgendwas, ein bisschen höher die Maus, 0,1 irgendwas, da genau bei der Resonanz hat man diesen einen Wert. So, jetzt kann man sich schon darüber Gedanken machen, naja, ist das so schlau, diese Darstellung mit einer linearen Frequenzachse, wäre es nicht vielleicht schlauer und auch, ja, man sieht ja, der Strom hier vorne, der steigt sehr stark an, wäre es nicht vielleicht schlauer, das Ganze logarithmisch zu skalieren? Ja, bestimmt. Also ändern wir mal das hier oben. Und sagen mal, wir nehmen nicht ein Linspace, sondern wir nehmen ein Logspace. Und zwar, jetzt wird es ein bisschen tricky. Also wollen wir das mal haben, vielleicht von einem Hundertstel der Resonanzfrequenz bis zum Hundertfachen der Resonanzfrequenz. Und dann vielleicht wieder 2000 Punkte oder 2000 Punkte. Nicht bis zum Tausendfachen, sondern bis zum Hundertfachen. So, und jetzt funktioniert diese Logspace-Funktion aber so, dass die hier gerne die 10er-Logarithmen haben würde. Also muss ich jetzt hier von Log 10 nehmen und hier von Log 10 nehmen.
damit es so genau passt. So, und dann kann ich hier unten statt dem Plot ein Log-Log nehmen und kriege eine doppelt logarithmische Darstellung. Jetzt habe ich hier irgendwie das gekillt. So, und lasse das nochmal durchlaufen. Und jetzt funktioniert irgendwas nicht, weil ich hier ein L zu viel habe. So, und jetzt sollte es funktionieren. Und dann sieht das gleiche Diagramm, das was wir eben gesehen haben, auf einmal ganz anders aus. Nämlich eher so, und das ist so eine eher typische Resonanzkurve. Ne? Hier ist wieder die Resonanzfrequenz. Hier sieht man genau bei der Resonanzfrequenz habe ich genau die 0,1 Ampere, 10 hoch minus 1 Ampere. Und zu tiefen Frequenzen in diesem Parallelschwingkreis steigt der Strom an. Zu hohen Frequenzen steigt der Strom an. Nein, das möchten wir jetzt nicht machen. Und ja, und also hier fällt der Strom ab mit 1 durch Omega. Hier steigt der Strom mit 1 durch Omega an. Und das kommt eben genau wegen dem 1 durch Omega hier und wegen dem mal Omega hier, die in dieser Gleichung, in diesen Gleichungen für die Admittanzen und dann auch in der Gesamtadmittanz drinstecken und damit hier unten eben auch in dem Strom. Also so sieht genau dieses 1 durch Omega und mal Omega Verhalten aus in der logarithmischen Skala, wie so ein linearer Abfall, linearer Anstieg, 1 durch Omega mal Omega in Abhängigkeit von der Kreisfrequenz. So, sehr schön, sehr schön. Also damit ist diese Aufgabe eigentlich wunderbar gelöst. Wir haben das jetzt grafisch dargestellt auf zwei verschiedene Art und Weisen. So, jetzt kommt die nächste Aufgabe C. Wie groß ist die Güte, die relative und die absolute Bandbreite sowie die 45 Grad Frequenzen? Und dann soll schlussendlich noch die Ortskurve geplottet werden. Fangen wir vielleicht mal an mit Güte und Bandbreite. Also Aufgabenteil C und die Güte. Die Güte ist einheitenlos. Die Frage ist auch eigentlich, kriege ich das hier so ein bisschen größer? Ja. So, die Güte ist einheitenlos und wird auch ein Skalar. Und die Güte ergibt sich aus Q, also die Güte Q ergibt sich aus R mal der Wurzel von C durch L. Das kann man in Tafelwerk oder in der Wikipedia oder wo auch immer nachschlagen oder in Büchern. Ein toter Baum in Scheiben und bedruckt. Und da kann man auch kurz drüber nachdenken, dass das mit den Einheiten passt. Also C hier oben, das waren ja Farad, das waren Ampere-Sekunden durch Volt und das sind Volt-Sekunden pro Ampere, wenn man das eine durch das andere teilt. Also das sind ja sowas wie Siemens mal Sekunde, das sind sowas wie Ohm mal Sekunde. Dann haben wir Siemens durch Ohm ergibt Siemens zum Quadrat. Die Sekunden kürzen sich weg. Also hier hinten steht Siemens zum Quadrat. Die Wurzel davon ergibt Siemens. Das hat die Einheit Siemens. Und mal Ohm multipliziert sich weg, kürzt sich. Und da bleibt was Einheitenloses über. So, und dann ergibt sich die, das kopiere ich mal, die relative Bandbreite. Die ergibt sich auch einfach aus 1 durch Q, das kann man ziemlich schnell ausrechnen. Auch das wird hier in dem Fall natürlich ein Skalar. Und die absolute Bandbreite wird auch ein Skalar. Das BF muss ja auf jeden Fall erstmal die Einheit einer Frequenz haben. Also hier kann ich nochmal hinschreiben, das ist definitiv auch einheitenlos. Und hier soll rauskommen, dass das in 1, ja, oder in Hertz eigentlich, ne? In Einheit einer Frequenz. Also muss da schon mal irgendwie die Frequenz mit drinstehen, die Resonanzfrequenz. Und jetzt kann man sich überlegen, die Bandbreite ist in diesem Diagramm ja sowas wie die Breite dieser Kurve hier. Also bei einer bestimmten Höhe natürlich oder bei einem bestimmten Phasenweg, wenn man sich das plotten würde, nämlich genau plus 45 und minus 45 Grad. Und also kann man sich überlegen, okay,
die Bandbreite muss natürlich kleiner sein als die Resonanzfrequenz, sonst wäre das irgendwie total komisch. Also ich muss hier auch durch die Güte rechnen oder ich muss mal diese relative Bandbreite rechnen. Also die absolute Bandbreite gibt es einfach aus der Resonanzfrequenz mal der relativen Bandbreite. So, und dann kommen da Zahlenwerte raus. Und jetzt ergeben sich noch genau diese gesuchten 45 Grad Frequenzen, die wären in dem Diagramm eben irgendwo so hier und hier. Wenn wir uns den Phasenwinkel, können wir vielleicht gleich noch in ein zweites Diagramm den Phasenwinkel plotten. Und dann ja, ist der Abstand zwischen den 45 Grad Frequenzen, das wäre die absolute Bandbreite, also liegt diese hier bei der Bandbreite plus minus, das weiß man jetzt noch nicht so genau, das müssen wir vielleicht mal tatsächlich noch plotten, der halben Bandbreite und das eben genau das andere, plus minus die halbe Bandbreite. So, also bevor wir es machen, wäre ja mal die Idee, hier noch einen zweiten Plot zu spendieren. Also ich nenne das mal Figure 1 und das dann hier mal Figure 2 und nenne das tatsächlich hier dann mal Betrag des Stromes. Und hier wollen wir jetzt nur ein Semi-Log-X-Plot haben, ein Plot, der nur auf der X-Achse, auf der Frequenzachse logarithmisch ist. Und hier nehme ich, ich hoffe mal, dass Engel funktioniert. Ja, das wird hier angezeigt. Das gibt den Phasenwinkel des Stromes in Radiant, den wollen wir jetzt auch mal in Grad haben, also rechnen wir mal 180 durch Pi. Und dann kriegen wir hier den Phasenwinkel des Stromes raus in Grad. Und das auch mit Gitternetz in einem zweiten Grid. So, und da ist das erste Diagramm, hier ist das zweite Diagramm und hier sieht man es eben sehr schön, von minus 90 Grad bis plus 90 Grad geht das. Also warum fängt das bei minus 90 Grad an? Kann man sich auch so ein bisschen überlegen. Bei tiefen Frequenzen, ne, wir haben einen Parallelschwingkreis. Bei tiefen Frequenzen wirkt die Induktivität wie ein Kurzschluss oder zumindest ist sie sehr niederimpedant, da fließt viel Strom durch die Induktivität. Und dann gilt dieser alte Merkspruch. An Induktivitäten Ströme sich verspäten. Und deshalb ist der Strom, der eilt nach, der hat dann einen negativen Winkel gegenüber der Spannung. Und ja, deshalb starten wir in diesem wunderschönen Diagramm hier, nee, in diesem, also mit einem negativen Winkel, die minus 45 Grad Frequenz, die wäre dann eben irgendwo hier, ja, so ein bisschen kleiner als die Resonanzfrequenz oder Resonanzkreisfrequenz und die plus 45 Grad Frequenz wäre hier irgendwo, die ist dann ein bisschen größer als die entsprechende. So, ich mache jetzt mal in diesem Diagramm hier noch das Y-Limit mal auf minus 90 und plus 90, weil natürlich die Winkel nicht größer und kleiner sein können und lasse das mal nochmal plotten. So, und dann ist Octave, muss man sagen, war jetzt nicht wahnsinnig schlau, weil es wäre natürlich eigentlich viel schöner, wenn wir jetzt hier irgendwie 90 dran zu stehen hätten und minus 45 bei Winkeln. Aber gut, okay, können wir uns denken. So, also kriegen wir die 45 Grad Frequenzen auch in der Einheit Hertz und das sind auch Skalare so hin, dass das F, tja, Minus kann ich jetzt hier nicht schreiben, ich nenne das mal F minus, FM 45, F minus 45, das kriegen wir auf jeden Fall hin als FR minus B F halbe, also zumindest gilt diese Formel näherungsweise. Ganz exakt gilt die nicht, aber euch steht jetzt nicht da, ob man die jetzt exakt oder näherungsweise berechnen soll in der Aufgabe. Also würde ich mal sagen, können wir das auch ganz gut näherungsweise berechnen. Und die plus 45 Grad Frequenz, die ergibt sich dann einfach aus einem Plus hier. Und das Minus und Plus hier hat jetzt nichts direkt mit diesem Minus und Plus hier zu tun. Das ist jetzt einfach Zufall oder das ist eben so bei dem Parallelschwingkreis. Bei dem reinen Schwingkreis ist das andersrum. Oder es liegt jetzt daran, weil wir uns den Strom anschauen, wenn man so will, oder eben die Admittanz anschauen. So, ich kopiere jetzt mal diesen Werteausgeben-Block von hier oben und wird mal eben dann hier bei C einfach nochmal
genau diese Sachen ausgeben. Also wir wollen hier die Güte haben, wir wollen die relative Bandbreite haben. Und das kann ich vielleicht ein bisschen abkürzen. Wir wollen die absolute Bandbreite haben. Ich muss mal den Befehl noch ein bisschen kopieren. So, das wird die absolute Bandbreite. Die kriegt auch die Einheit Hertz. Und dann haben wir die plus 45 Grad Frequenz. Und die minus 45 Grad Frequenz und die bekommen auch wieder jeweils die Einheit Hertz. So, und hier hinten mache ich das jetzt mal gleich noch ein bisschen schick, dass die Zahlen alle untereinander stehen, dass man die gut miteinander vergleichen kann. Jetzt brauchen wir hier natürlich noch die richtigen Sachen. Also hier muss Q stehen, hier muss das B relativ stehen, hier muss das BF stehen und hier müssen dieses F- und F plus 45 Grad stehen. Ah ja, weiß nicht, jetzt habe ich hier das so ein bisschen doppelt gemoppelt. Ich mache mal das Herz hier weg und klimper das da hinten dran. Aber diesen Hinweis, dass das da eigentlich einheitenlos ist, den lasse ich da ruhig mal stehen. So, und dann kann hier hinten die Einheit weg, weil das ja einheitenlos ist. Und das ist auch einheitenlos, aber die haben jeweils Hertz. Okay, also einmal ausführen, in das Befehlsfenster reinschauen. Es wird noch geplottet. So, und da sind die Ergebnisse. Wir haben eine Güte von 10. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Also sieht man ja auch diese Resonanz da, die ist jetzt auch nicht super scharf, aber das ist schon ganz okay. Dementsprechend eine relative Bandbreite von einem Zehntel. Und die absolute Bandbreite ist dann eben die Frequenz, die wir hier oben haben, durch 10. Also nicht 159, sondern 15,9. Und die 159 plus oder eben erstmal minus davon, minus der Hälfte davon ergibt 151 und die 159 plus die Hälfte von dem ergibt diese andere 45 Grad Frequenz. So, und jetzt stelle ich fest, dass ich hier genau die Vorzeichen vertauscht habe. So, dann haben wir das auch nochmal richtig gestellt. Okay. So, und dann wäre das Letzte in dieser Aufgabe, man entwickle die Ortskurve der Impedanz. Jetzt haben wir den Vorteil, wir haben MATLAB oder wir haben Octave. Wir brauchen jetzt nicht hier viel zu entwickeln, sondern wir können die natürlich einfach so berechnen und plotten. Und zwar wäre die Gesamtimpedanz der Schaltung als Zeilenvektor. Also hier kommt jetzt die Impedanz hin. Die hat natürlich die Einheit Ohm und ist auch ein Zeilenvektor, weil wenn die Admittanz eben Zeilenvektor ist, so, und die ergibt sich, das Z-Gesamt ergibt sich aus, einfach aus 1 durch Y-Gesamt. Und weil das ja ein Vektor ist und ich wieder nicht durch den Vektor, sondern elementweise dividieren möchte, muss dann 1 durch hin. So, und Ortskurve plotten ist jetzt eigentlich auch das Einfachste der Welt. Also wir wollen jetzt die Ortskurve der Gesamtimpedanz der Schaltung grafisch darstellen. So, und was machen wir da? Wir plotten einfach den Realteil von diesem Z-Gesamt. Und darüber den Imaginärteil von dem Z gesamt. Und schreiben an die Achse dran, an die X-Achse, das ist der Realteil der Impedanz und der hat die Einheit Ohm. Und an die Y-Achse schreiben wir einfach dran, das wird der Imaginärteil der Impedanz in Ohm. Und auch hier wäre vielleicht ein Gitternetz nicht schlecht. Und dann gucken wir mal, ob das so von der Skalierung her passt. Was jetzt hier mit Sicherheit schlau wäre, dadurch, also so dass also die Achsen gleich skalieren, das kriegen wir meines Erachtens hin mit einem Axis Equal. Also so, dass die Gitternetzlinien tatsächlich ein quadratisches Muster und nicht nur ein rechteckiges Muster bilden. So, und dann habe ich natürlich eins vergessen, wir überschreiben jetzt die Abbildung 2. Also es wäre natürlich schlau, die Ortskurve in Abbildung 3 zu plotten.
Und dann kommt hier genau das raus, was man erwarten würde, nämlich ein Kreis, ja, in dem man dieses Resonanzverhalten auch ziemlich gut sieht. Also bei tiefen Frequenzen haben wir einen sehr hohen Leitwert, weil ja die Induktivität wie ein Kurzschluss wirkt und dementsprechend eine sehr kleine Impedanz, irgendwo hier so. Und dann laufen wir hier diese Kurve hoch, ja, weil wir eine Induktivität haben mit positivem Imaginärteil. Hier wäre die 45-Grad-Frequenz, weil hier genau der 45-Grad-Winkel ist. Dann erreichen wir hier genau die Resonanz mit einem Phasenwinkel von 0 und dann geht das hier so weiter zu hohen Frequenzen. Hier ist die plus 45-Grad-Frequenz. Also hier ist jetzt Minus und Plus genau vertauscht, weil wir jetzt auf Impedanz gucken. Und dann geht das hier so weiter. Also hier unten ist das ja schon kapazitiv, weil der Einfluss der Kapazität dominiert und dann laufen wir hier wieder in diesen in diesen Kurzschlusspunkt rein, da wo die Impedanz sehr klein wird. Und das sieht schon mal wie ein wunderbarer Kreis aus. Hinten ist der vielleicht so ein bisschen eckig. Das kriegen wir jetzt noch hin, indem wir einfach mehr Punkte nehmen. Also was kostet die Welt? Wir nehmen nicht 2000, sondern wenn die Tastatur dann auch funktioniert, 20.000. Und ich sage hier unten mal noch, das soll jetzt Finger 3 werden. Und klicke nochmal auf Run und auf Ausführen und jetzt müssten eben drei Diagramme rauskommen. So, also einmal die Ortskurve der Impedanz, der Phasengang des Stromes und der Betragsgang des Stromes in diesem Parallelschwingkreis. Und das ist eine ganz wunderbare Lösung von der Aufgabe 159 zum Parallelschwingkreis in Octave, die genauso gut auch in MATLAB funktionieren würde.